Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Ni No Kuni. Wir befinden uns immer noch in Karlsbuckel, sind jetzt allerdings mit neuer Kleidung ausgestattet und haben dadurch hoffentlich jetzt die Möglichkeit, das erste Mal den Palast zu betreten und dem König von Karlsbuckel vor die Nase zu treten. Gesehen haben wir ihn bisher noch nicht. Wir haben schon ein bisschen was von ihm gehört, haben in der letzten Folge viele Nebenquests absolviert. Das erste Mal mit dem Auftragsexpress quasi zusammengearbeitet. Wir haben hier rechts den Horatio kennengelernt hinter diesem Grabsteinmonument oder was das gewesen ist. Und hier müsste es jetzt eigentlich für uns weitergehen. Vor kurzem habe ich eine Einladung zur Audienz bei König Tom erhalten. Also bin ich pflichtbewusst. Das hat er uns beim letzten Mal aber schon erzählt. Ja, da habe ich ihm noch gesagt, vielleicht musst du dir was anderes anziehen. Lässt du mich jetzt durch? Willkommen in Karlsbuckel. Diese Straße führt zum königlichen Palast. Ihr seid Reisende, nehme ich an. Eindeutig in dieser Kleidung. Ja, wir sind hier, um den König zu sehen. Ah, ihr ersucht um eine Audienz bei König Tom, richtig? Ich würde euch ja zu gerne durchlassen. Aber ich fürchte, das geht zurzeit leider nicht. Hä? Ah, aber warum? Ein unglückseliger Diener des Königs hat den geliebten Fisch seiner Majestät in dem Burggraben entwischen lassen. Dieser rote Hering ist der ganze Stolz des Königs und außerdem eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Ich bezweifle, dass seine Majestät den Fisch ersetzen könnte, sollte er nicht mehr auftauchen. Ich weiß nicht, was sich dieser Diener dabei gedacht hat. Das heißt jedoch, dass alle im Palast gerade damit beschäftigt sind, den roten Hering zu suchen. Kommt lieber ein andermal wieder. Oh, na gut, was sollen wir jetzt tun, Tröpfchen? Ja, Burggraben, hat er gesagt. Hm, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Graben mit ein paar von den Flüssen verbunden, die durch die Stadt fließen. Du denkst, er könnte bis in die Stadt geschwommen sein? Schon möglich, ja. Warum schauen wir uns nicht mal in ein paar Teichen um? Für alle Fälle. Kann ja nicht schaden, oder? Stimmt. Oh, ich hoffe, wir finden diesen roten Heringtröpfchen. Ich auch, Olli. Dann lass uns mal angeln gehen. Okay. Alle im Palast suchen im Moment nach dem roten Hering des Königs. Ich kann euch leider nicht durchlassen. Ja, so ein Bockmist aber auch. Es tut mir leid, aber ich kann euch derzeit nicht da reinlassen. Ja, toll, dein Kumpel hat uns wenigstens die ganze Story erzählt und du begründest das nicht mal. Bitte um Entschuldigung, aber jeder im Palast ist damit beschäftigt, den roten Hering des Königs zu suchen. Okay, dann werden wir uns dem mal anschließen. Er hat irgendwas von Teich gefaselt. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, aber ich glaube, es gibt nur einen Ort, wo man wirklich nah ans Wasser kommt, hier in Karlsbuckel. Und zwar in der Nähe vom besagten Auftragsexpress. Da erinnert ihr euch vielleicht noch an diese Holzflöcke, auf denen man rumhüpfen konnte. Also entweder das oder wir müssen zur Kanalisation runter. Vielleicht auch beides, ich weiß nicht. Achso, aber guck mal hier. Wir haben es ja immer eingezeichnet. Das Spiel ist einfach zu komfortabel, ja. So, hier müssten wir jetzt fündig werden eigentlich. Schau, Olli, siehst du den roten Hering da drüben? Ehrlich gesagt nicht. Sieht man den als Spieler jetzt schon irgendwie? Da schwimmt auf jeden Fall was im Wasser, aber ob es ein roter Hering ist, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich habe unseren Fisch gefunden. Aber sieh mal lieber genau nach, nur um sicher zu gehen, nicht? Ich? Wieso muss ich darüber? Na, wer sonst sollte es machen? Fitz, der Fischforscher? Ja, genau der. Komm schon, hüpf einfach auf die wackeligen Holzpfähle da. Wird schon schief gehen. Ach, Menno, na gut, ich versuch's. Tja, arme Olli, dem bleibt auch nichts erspart. So, was mache ich jetzt hier? Ah! Verflixt, er ist entwischt! Entschuldigung. Das ist aber ein lebhafter Bursche. Ich glaube, er ist in Richtung Palast abgezischt. Olli, ihm nach! In Richtung Palast, okay. Ich sollte mir einfach wieder angewöhnen, mal auf die Karte zu gucken, wenn ich mir nicht sicher bin. Alles klar. Na gut, wo es zum Palast lang geht, das wissen wir ja. Da habe ich jetzt allerdings keinen Peil, wo wir den genau finden sollen. Aber ja, man hat gerade gesehen, dass es tatsächlich zumindest ein roter Fisch war. Ich mit meinen mangelnden Kenntnissen in dem Bereich könnte jetzt nicht sagen, dass das ein Hering war, aber die Experten werden es sicherlich bestätigen können. So. Ah, das ist auf der Seite. Alles klar. Gerade eben noch davon gesprochen, dass wir dort den Horatio getroffen haben. Der Geist, den wir am Anfang gar nicht anquatschen konnten, von dem wir dann aber den Medium-Zauber bekommen haben und seither die Chance haben, auch mit Geisterwesen zu sprechen. Mit Guten wie mit Bösen, wie wir gelernt haben. Da ist er. Jetzt erkennt man ihn mehr als deutlich.
Das ist also der Lieblingsfisch des Königs, hm? Schick, das ist ja mein roter Hering, wie er im Buche steht. Jetzt kriegen wir sicher eine Audienz beim König. Zurück zur Palastwache, oder? Sieht gut aus. Das ist irgendwie so niedlich, wie Tröpfchen das Ding trägt. Weiß ich auch nicht mehr. Ich habe ja gesagt, ne, also ich habe das Spiel zwar vor nicht allzu langer Zeit platiniert, aber das Spiel wirklich durchgespielt, das liegt schon wieder ein paar Jahre zurück. Weil ich mir Ni No Kuni damals auch relativ kurz nach Release geholt habe seinerzeit. So, wir haben dir was mitgebracht. Also nicht dir, sondern dem King. Ihr schon wieder? Wir konnten König Toms Haustier leider noch immer nicht finden. Meinst du den hier? Wir sind hier, um den König seinen Fisch wiederzubringen. Ist das meine Güte, den majestätischen Purpur des geliebten roten Herings unseres Königs würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Da soll mich doch... Muss wohl durch die Abwasserkanäle in die Stadt rausgeschwommen sein, denke ich. Meinst du, ich muss die anderen Wachen sofort darüber in Kenntnis setzen? Ja, wenn ich mich recht entsinne, ihr wolltet... Genau, wir müssen den König sehen. Aber natürlich, in seinem derzeitigen Zustand... Was ist, stimmt was nicht? Das kann man wohl sagen. Habe ich erwähnt, dass der Pfleger des roten Herings ihn einfach hat entwischen lassen? Alle im Palast sind in letzter Zeit so nachlässig geworden. So nachlässig, dass wir sogar die Hilfe von Reisenden benötigen, wie ihr selbst feststellen konntet. Ich sollte es euch vermutlich nicht sagen, aber der König selbst ist das Phlegma in Person und diese Passivität scheint sich auf seine Untertanen zu übertragen. Phlegma, ist das sowas wie Faulheit? Ich fürchte, ja. Nun, vielleicht wird es ihm den nötigen Elan verleihen, wenn er seinen geliebten roten Hering zurückbekommt. Hinein mit euch! Schick, wir gehen zum König. Na los, Olli! A pleasure to meet you, Your Majesty. So it was you who delivered one's treasure back to one, hmm? That's right. Yes, Your Majesty. Hmm. And you wish for a prize, hmm? Go on, man. Ask him. Come now, don't be shy. Well, Your Majesty... Out with it, now! We need your wand. One's wand. Mine. Huh? What did you say? Crikey! That smell. Could it be? That's right, Your Majesty. He's not from our world. He's the one whose power freed me from my prison. What? You mean he broke his spell? This little boy? Yes. Do you understand what you're saying, Fairy? Once you defy him, there's no turning back. I know, but... But what precisely? Well, you know, he might be able to... It's not one's concern. You may not have the wand. Now be gone. Does that mean no wand, Mr. Droopy? Looks like it. So how do we get the wand now? Something wasn't quite right about our royal friend. Broken-hearted he is, or I'm broken-headed. The king is? Lacking enthusiasm, it looked like. And because he's broken-hearted, the whole kingdom's being dragged down with him. What are we waiting for? Let's go find the piece of heart he's missing. Blimey, you don't need much encouragement, do you? Die Wache vor dem Stadttor hatte auch zu wenig Enthusiasmus, oder? Genau, Olli. Wie gesagt, wegen seines gebrochenen Herzens reißt der König alle anderen mit ins Verderben, schätze ich. Aber die andere Wache hat uns was von ihrem Enthusiasmus gegeben, damit wir seinem Freund helfen. Wir sollten ihm um einen Nachschlag bitten. Nee, Junge, so läuft das nicht. Es gibt eine ganz wichtige Regel, wenn es ums Herzstücke geht. Echt? Und welche ist das? Na, du kannst nicht zweimal das gleiche Stück von derselben Person nehmen, verstehst du? Ein Portionchen ist in Ordnung, mehr wäre gefährlich. Oh, das wusste ich nicht. Ich werde von jetzt an sehr vorsichtig sein. Aber was machen wir nun, Tröpfchen?
Wir durchkämmen die Stadt nach jemandem, der übermotiviert ist. Was sonst? Ist zwar ein verpennter Ort hier, aber irgendwo wird's schon so einen geben. Die Frage ist nur, wo? Katzbuckel ist schließlich nicht gerade ein Dorf. Genau genommen ist es sogar ziemlich groß. Da ist was dran, hm. Sprechender Stein. Steckt hier etwa jemand in der Zwickmühle? Hey! Verdammt, Mann. Hallo, Herr Sprechender Stein. Das ging gerade eben von selbst weg. Sorry. Ihr scheint etwas ratlos, meine jungen Freunde. Ich habe mir gedacht, dass euch eine Prise meines umfangreichen Wissens wohl von Nutzen wäre. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wir müssen uns nämlich von jemandem ein Stück Herz borgen, aber wir wissen nicht, wo wir eins finden können. Nichts leichter als das, mein lieber Oliver. In solchen Fällen solltest du einfach deine Fiole im Auge behalten. Wie genau meinen Sie das? Nun, die Fiole ist nicht nur dazu gut, Herzstücke aufzubewahren, sie reagiert auch auf deren Präsenz. Befindet sich eins in der Nähe, leuchtet sie auf. Schick, dann können wir damit also Enthusiasmus aufspüren, nicht? Also, mein Junge, ich erzähle dir noch ein bisschen was über deine Fiole. Du wirst feststellen, dass sie hin und wieder hell leuchtet. So reagiert sie, wenn sich jemand in der Nähe befindet, der eine der Tugenden des Herzens im Überfluss hat. Überdies leuchten alle, die ein Stück Herz abgeben könnten, in sattem Grün auf der Minikarte rechts oben auf dem Bildschirm. Super! Daraus lässt sich zwar nicht ersehen, welche Tugend die Person im Übermaß besitzt, aber es sollte sich dennoch als äußerst nützlich erweisen. Das wird es bestimmt. Und nun mach dich auf, um dein Herzstück zu finden, junger Abenteurer. Vielen, vielen Dank, Herr Sprechender Stein. Und solltest du je wieder einen Rat benötigen, werde ich dir ganz zur Verfügung stehen, aber nun lebt wohl, meine Freunde. Jawohl, ja. Wichtiger Hinweis. Alles klar, Olli. Suchen wir uns wen mit so viel Enthusiasmus, ne? Wenn deine Fiole plötzlich aufleuchtet, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Verstanden. Los, Tröpfchen. Yeses. Sehr schön. Warte, ich guck mal trotzdem kurz, ob wir in den Palast nochmal rein können. Ich glaube zwar, da gab es keine Schätze oder so, aber ist halt immer noch schön, da selber mal ein paar Schritte zu laufen, ne? So, da ist er in all seiner Pracht. Ich habe der Palastwache, glaube ich, übrigens vorhin die falsche Stimme gegeben. Es ist einfach... Also jeder Ort ist auf seine eigene Art und Weise überaus faszinierend und weiß ich nicht. Ich finde, Studio Ghibli sollte bei viel, 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 viel mehr Spielen mitwirken. So. Ich hatte gehofft, dass seine Majestät überglücklich wäre, wenn er seinen geliebten roten Hering wieder hätte. Er scheint jedoch so antriebslos wie zuvor. Tja, guck mal, wie klein der hier aussieht, ne? Der sah in der Cutscene irgendwie riesig aus. Dabei ist das einfach nur ein dicker Kater von fast normaler Größe. Guck mal, wie riesig sein Thron ist. König Tom. Mia, wir haben es doch schon gesagt, du bekommst unseren Zauberstab nicht. Ja, das Thema langweilt ihn zu Tode, überraschen sollte uns das nicht. Wir wissen ja, dass es ihm an etwas Elementarem mangelt. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt für ihn irgendwo Enthusiasmus aufgespürt bekommen. Und ich laufe schon wieder Schlangenlinien, das sagt schon wieder viel über meinen Promillestand aus, ne? So, ich weiß jetzt nicht, ob man nur oben auf der Minimap erkennt, ob jemand von irgendwas im Überfluss hat. Kann schon wieder nicht richtig Deutsch. Oder ob man das auch auf der großen Map sieht. Auf den ersten Blick würde ich jetzt nämlich sagen, dass wir hier nicht fündig werden. Ach so, aber das wird ja sowieso als Stern eingezeichnet sein. Noch wird es das. Weil später läufst du dann durch die Städte rum und auch für Nebenmissionen kannst du dann den grünen Kullern irgendwie was abknöpfen, um das dann anderen zu geben, die es wiederum brauchen. Das klingt irgendwie falsch, ne? Wenn man nicht weiß, worum es geht. So als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht, eine jüngere Ausführung von Robin Hood. Aber wir müssen jetzt Richtung Kanalisation laufen. Also irgendwer wird sich da aufhalten, der uns weiterhelfen kann. Ich glaube, ich weiß sogar, wer das war. Sieh nur, Tröpfchen, die Fiole, sie leuchtet. Schick, dann ist hier jemand in der Nähe, der uns was von seinem Herz abgeben kann, nicht? Und die einzige Person hier ist der da. Sieh ihn dir an, Mann. Kann ja kaum stillstehen vor lauter Tatendrang. Volltreffer. Du glaubst, er hat etwas Enthusiasmus über?
Absolut, Junge, dafür wette ich meine Laterne drauf. Holen wir es uns, oder was ist? Oder was ist? Ja, sollten wir machen. Auch wenn der gerade nicht sehr freundlich dreinblickt. So, da haben wir schon mal geguckt. Da ist nichts. Wie geht's, Kochtopfkopf? Du willst uns nicht zufällig einen Gefallen tun, oder? Hey, lenk mich nicht ab, ich bin beschäftigt. Beschäftigt? Und womit, wenn man fragen darf? Ich muss die Stadt gegen das Mäusevolk verteidigen, natürlich. Mäusevolk? Oh ja, ich hab mal von den Mäusen gehört, die in Kasbucke leben. Diese Mäuse sind eine Bedrohung. Überall wuseln sie rum und hecken Unfug aus. Aber die Erwachsenen sind zu faul, um etwas dagegen zu tun. Die meisten merken nicht einmal, wenn die Mäuse etwas stehlen. Und den anderen ist es wohl egal. Aber nicht mit Ricky Löwenherz. Das Mäusevolk wohnt in der Kanzellisation. Deshalb stehe ich hier Wache. Jede Maus, die sich herauftraut, bekommt's mit mir zu tun. Schön, schön. Wir haben uns nicht geirrt. Er strotzt nur so vor Enthusiasmus. Olli, das übernimmst du. Was meinst du damit? Also, König Tom scheint der Enthusiasmus ausgegangen zu sein. Und da kommst du ins Spiel, Ricky Mickey. Du hast eine Menge davon. Wenn wir König Tom was davon geben, ist die Stadt ganzwegs wieder in Ordnung. Genau, deshalb wollten wir dich fragen, ob du deinen Enthusiasmus mit uns teilen würdest. Na klar, ich würde alles tun, um dem König zu helfen. Danke, Ricky. Sehr schön, dann einmal empfangen, bitte. Sehr schön. Die Quintessenz des Tatendrangs. Jawohl, ja. Da haben wir unsere zweite Ration. Wow, das war seltsam. Jetzt weiß ich also, wie sich Magie anfühlt. Seltsam, was meinst du? Normale Leute haben keine Ahnung vom Zaubern, weißt du, Olli? Die wissen meistens nicht, wie man damit umgeht. Heißt das, dass König Tom wieder in Ordnung kommen wird, Oliver? Ja, und wenn der König wieder so ist wie früher, sollte es auch bald allen anderen besser gehen. Genau, Junge, dein Enthusiasmus wird alle beflügeln, nicht wahr? Gut zu hören, aber bis es soweit ist, bleibe ich lieber hier und behalte das Mäusevolk im Auge. Alles klar, man sieht sich, Ricky. Juhu! Hoffentlich werden König Tom und all die anderen jetzt wieder normal. Ja, da drücken wir mit dir zusammen Daumen, kleiner Mann. So, aber erstmal heißt es, Mission abschließen. Der sagt uns das Offensichtliche. Gucken wir mal, wie er jetzt drauf reagieren wird. Und ob das ausreicht, seinen Elan wieder zurückzuholen. Mio, ihr schon wieder. Wir sind diese ständigen Unterbrechungen langsam leid. Entschuldigung, euer Miaustät, aber wir haben da etwas für Sie. Tja, extra für dich, Katzenheini. Das bläst deine Müdigkeit einfach weg. Wirst dich wie neugeboren fühlen. Kräftige Zähne, glänzendes Fell. Ich weiß nicht, ob das... Mio, das klingt ausgezeichnet. Diese verfluchte Müdigkeit wird noch unser Tod sein. All diese Audienzen haben uns zu schaffen gemacht. Kein Problem, eure Miaustät. Brauchst nur ein bisschen Enthusiasmus, nicht wahr? Hab ich gerade eure gesagt? Da stand euer. Ist wahrscheinlich keinem aufgefallen. So, wir haben ein Geschenk für dich. So, nehm es noch und werd glücklich. Bitteschön. So, do you think it works? Let's see, shall we? What the devil was one up to? Your Meowjesty, please tell us you're back to your old self. Eh? Why, one is 10 times more energetic than one has ever been. But one feels different somehow. This is your doing, is it not? Then you must be rewarded. Your Meowjesty, it seems that these brave adventurers have lifted the curse that was placed upon you. What? Is this true? Yes, your Meowjesty. It appears that you were cursed with a lack of enthusiasm. Is that so? One certainly didn't feel oneself for a while there. It seems one is in your debt. Welchen Lohn wollt ihr euch mir ausbedingen, hm? Schick, du weißt, was wir brauchen, oder, Olli? Oh, klar, wir brauchen einen Zauberstab, euer Miaustät. Mio, ist dem so? Seltsam, wir haben das Gefühl, dieses Gespräch schon einmal geführt zu haben.
Jetzt, wo wir darüber nachdenken, in unserem Schlafgemach ist ein Zauberstab versteckt, den wir als kleines Kätzchen mir außerordentlich schätzten. Ach wirklich? Und... Und wir wären geneigt, uns davon zu trennen, aber wir müssen ihn erst suchen. Kommt später wieder und ich werde ihn euch Miaus händigen. Oh wow, vielen herzlichen Dank, euer Miaustät. Sag, Junge, wenn du mir auf der Suche nach einem Zauberstab bist, bist du dann vielleicht ein Zauberer? Das ist ja euer Miaustät, ein funkelnagelneuer Zauberlehrling, der noch nicht allzu viel Ahnung von Magie hat. Ist dem so, dann können wir dir mit dem einen oder anderen Zauber mir aushelfen. Unser Zauberstab ist schließlich nicht so viel Nütze ohne Zauber. Nicht so viel Nütze ohne Zauber, okay? Wirklich, euer Miaustät, das ist wirklich zu gütig. Vielen Dank. Ah, gucken Sie mal hier. Ich glaube, damit können wir die blauen Kisten dann öffnen ab sofort. Alte Pracht, okay. Gucken wir uns dann alles gleich mal in Ruhe an. Mia, der Zauber, die Zauber werden dir gefallen. Sie waren uns in jungen Jahren eine große Inspiration. Einer, der Sachen öffnet und einer, der Dinge wiederherstellt. Wie? Was hast du denn damit getrieben, euer Miaustät? Miau, das geht dich nichts an, Fee. Nun, Junge, du reist mit Vertrauten, nicht wahr? Wir haben den Waffenhorst in der Stadt angewiesen, dir die Erlaubnis zu erteilen, dort einzukaufen. Den Waffenhorst? Was für ein Laden ist das denn, euer Miaustät? Olli, da waren wir schon ein paar Male drin. Miau, bist du wirklich ein Abenteurer? Wir sind etwas besorgt um die Sicherheit eines derart ahnungslosen Individuums. Wie dem auch sei, der Waffenhorst hat Waffen und Ausrüstung für vertraute Miauflager. Warum sucht ihr diesen Laden nicht Miauf, während wir nach dem Zauberstab stöbern, Das werden wir, euer Miaustät. Vielen Dank. Nun denn, wir haben viel zu tun. Kommt bald wieder mir auf einen Besuch vorbei. Das werden wir, aber erstmal gucken wir, ob du jetzt noch was zu erzählen hast. Und dann wird erstmal geshoppt. Es ist lange her, dass König Tom so voller Lebensfreude war. Was in aller Welt habt ihr mit ihm gemacht? Hast du doch live mitbekommen, oder? Na gut, wenn man nicht weiß, was Magie ist und wie das funktioniert und das noch nie gesehen hat, ist es wahrscheinlich fragwürdig. Vielen Dank für alles. Wir werden uns sofort auf die Suche nach unserem Zauberstab machen. Jo, sehr schön, dann drücke ich euch die Daumen. Ich kann jetzt mal kurz die neuen Zauber zeigen. Dreht für einen Gegenstand die Zeit zurück und verleiht ihm so wieder den früheren Glanz. Das werden wir mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle zu verwenden wissen. Und Schloss öffnen war das andere. Genau, veranlasst Dinge, die verschlossen sind, sich zu öffnen. Funktioniert nicht bei menschlichen Herzen. Das ist ja auch ein bisschen gruselig. Irgendwie habe ich gerade voll... das Gore-Szenario vor meiner Nase, wenn ich den Text so lese. Aber okay, so ist das wahrscheinlich nicht gemeint. Nein, nein, nein. Keine Splatter-Elemente in Ni No Kuni. Wird's nicht geben, wahrscheinlich. Wobei ich weiß nicht, was die sich für Teil 2 ausgedacht haben. Aber auch das wird höchstwahrscheinlich kein Ab-18-Spiel. Das wär's ja. Studio Ghibli bringt irgendein Splatter-Spiel raus. So was von einer ganz, ganz üblen Sorte, das wär's ja. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Der Zeichenstil dann mit sowas versehen. Es würde mich wahrscheinlich total reizen und ich würde es mir wahrscheinlich auch kaufen, aber ich weiß nicht, ob ich das begrüßen würde. Aber die Neugierde würde überwiegen. So, es könnte jetzt nämlich sein, dass wir eventuell auch neue Aufträge haben. Aber ich glaube, die rennen nicht weg. Ich glaube, du kannst wirklich, weil ich habe, wie gesagt, nach längerer Pause dann irgendwann das Spiel nochmal angeschmissen und die Platin geholt. Ich glaube, wirklich verpassbar ist hier nichts. So. Ah, du bist ja seine Miaustät hat mir ausrichten lassen, dass du kommen würdest. Ich soll dir alles verkaufen, was du brauchst. Und das tue ich sehr gerne. Also sieh dich um. Ich bin sicher, dass du hier etwas findest, mit dem du deine Vertrauten ausrüsten kannst. Meine Vertrauten ausrüsten? Was meinen Sie damit? Ja, ich sehe schon, dass du eine Erklärung brauchst. Nun denn, es ist folgendermaßen. Um zu verhindern, dass eure Vertrauten federn lassen, könnt ihr sie beflügeln, indem ihr sie mit bestimmten Gegenständen ausrüstet. Ich will mich ja nicht aufplustern, aber in meinem Warensortiment finden sich vielerlei Dinge, die eure Vertrauten als Ausrüstung benutzen können. Es gibt drei verschiedene Arten, Waffen, Rüstungen und Accessoires. Aber denkt daran, dass die Gegenstände, die ein Vertrauter benutzen kann, von seiner Gattung abhängig sind.
Es ist ganz einfach, also bloß kein Herzflattern kriegen. Probieren wird über Studieren. Versucht einfach, eure Vertrauten auszurüsten. Aber ihr sollt euch nicht benachteiligt fühlen. Menschen können sich natürlich auch mit Gegenständen ausrüsten. Wählt Freunde und Vertraute aus und drückt X, um die Gegenstände, mit denen ihr ausgerüstet seid, zu wechseln. Reicht's, ihr könnt euch den Vogel... Ihr könntet auch den Vogel abschießen und euren Vertrauten die gleichen Sachen kaufen wie euch selbst. Das nennt man Partnerlook. Wow, okay, sobald ich etwas Geld habe, werde ich Accessoires und solche Dinge kaufen. Der olle Piepmals hat dich ja schön um den Finger gewickelt, Olli. Denk aber daran, dass du nicht nur Accessoires anlegen kannst. Zauberer wie du können auch alle möglichen Zauberstäbe verwenden. Verdammt, Mann, apropos Zauberstab, wir müssen uns doch deinen neuen Zauberstab vom König besorgen. Hatte ich glatt vergessen. Ja, ich denke, er sollte ihn inzwischen gefunden haben. Das denke ich doch auch, Olli. Los, auf zum Palast. Ja, jetzt scheuche uns mal nicht hier hin und her. War das hier nicht der Laden, wo wir auch eine blaue Kiste hatten? Oder war das in der Boutique? In irgendeinem Laden hier in Katzbuckel gab es doch eine, ne? Kein Grunde. Ich will mich ja nicht aufblustern, aber unsere Waren sind die feinsten im ganzen Land. Kann ich noch nicht mitreden, aber wir vergleichen gerne. Warte mal, das Schwert haben wir einmal bekommen in der letzten Folge schon und ich habe das niemandem gegeben. Riesenzahn. Der Zahn eines Riesen, sein furchterregendes Aussehen versetzt Gegner in Panik. Kann unser Krümel auf jeden Fall nicht tragen. Olli macht damit mehr Schaden. Boah, ich weiß nicht. Bei diesen Preisen müssen wir einen Vogel haben. Komm bald wieder. Ich weiß noch nicht. Nee, warte. Ich wollte hier erstmal gucken, ob wir das Schwert jemandem in die Hand drücken können. Das müsste genau für ihn ganz gut sein. Ein einfaches Schwert erhältlich in Katzbuckel, scharf und leicht zu handhaben für einen guten Preis. Also Angriff plus 6 ist auf jeden Fall nicht ohne. Tja, und dann ist jetzt die Frage. Überstehe ich das jetzt, ohne dass ich hier Geld auslasse bis zur nächsten großen Stadt? Ja oder nein? Also hier bei der Ausrüstung kann ich sowieso keinem was Gutes tun. Wie sieht's hier aus? Hier geht der magische Angriff ein bisschen nach oben. Naja, gut, so unfassbar heftig gut ist das nicht. Das Accessoire werde ich, glaube ich, einmal für Olli kaufen. Und dann war es das im Grunde genommen auch schon. Jawohl. Einmal ihmchen hier anlegen. Guck mal, ansonsten haben wir überall entweder ein rotes X oder es ist schon ausgerüstet. Und das hier ist mit so... Ich glaube, das ist seine jetzige Waffe besser. Ja. Dem Krümel geben wir mal lieber kein Küchenmesser in die Hand. Das klingt irgendwie, als könnte das nicht gut ausgehen. So, und wenn er jetzt den Zauberstab noch für uns hat, dann sind wir doch erstmal gut gewappnet für alles, was noch kommt, oder? Oder bin ich da gerade zu optimistisch? Ich weiß nicht. Aber wir werden sehen, gleich sind wir schlauer. Oh nein. Was ist hier los? Wo ist der King? So sprechen sie. Oh, ihr seid es zum Glück. Ihr müsst uns helfen. Etwas Schreckliches ist geschehen. Verflixt nochmal, Mann. Sagt nicht, dass der olle König Tom schon wieder ein gebrochenes Herz hat. Nein, nein. Dem Herzen seiner Majestät geht es einwandfrei, soweit ich weiß. Soweit Sie wissen? Nachdem du den Enthusiasmus seiner Majestät wiederhergestellt hattest, wollte er seinen Zauberstab wiederfinden, um ihn dir als Belohnung zu überreichen. Er war so fest entschlossen, dass er sich höchstpersönlich auf die Suche machen wollte. Das ist doch gut, oder nicht? Warum die ganze Aufregung? Seine Majestät ist verschwunden. Was? Die Torwächter schwören, dass er Katzbuckel nicht verlassen hat, aber er ist dennoch nirgends zu finden. Die Sache stinkt doch, Olli. Da bleibt uns wohl nur eins übrig, was? Und was soll das sein, Tröpfchen? Gute alte Detektivarbeit, was sonst? Na schön, Helmchen, du und deine Kollegen, ihr behaltet den Palast im Auge und wir suchen nach Hinweisen. Jawohl, verstanden. Aber wo sollen wir denn suchen, Tröpfchen? Keine Sorge, Olli, du kennst den Ort schon und zwar ziemlich gut. Los, ich erzähl dir alles, wenn wir draußen sind. Okay. Wo gehen wir hin, Tröpfchen, und was ist das für ein Ort, den ich angeblich so gut kenne? Was denkst du denn, Schlaumeier? Motorville natürlich. Motorville? Aber was hat Motorville denn damit zu tun, den König zu finden? Tja, nicht alle Antworten wirst du hier drüben finden, Olli. Hä? Was heißt das? Du darfst die ganze Sache mit den Seelenverwandten nicht vergessen, verstehst du? Was wir in dieser Welt sehen, ist nicht immer das ganze Bild. Seelenverwandte, okay. Denk doch mal nach, Olli. Warum bist du in unserer Welt, ne? Um meine Mama zu retten.
Genau, und deine Mutti ist die Seelenverwandte von der großen weisen Alice, okay? Und wir versuchen Alice hier aus der Seelenfalle zu befreien, damit wir deiner Mutti drüben helfen können, nicht? Ja, so hast du mir das erzählt, Tröpfchen. Und das war nicht geflunkert. Leute in deiner Welt sind mit denen in meiner verbunden. Nicht nur Alice und deine Mutti, sondern alle. Ach so, das heißt... Genau, hast es kapiert. Drüben in deiner Welt gibt's jemanden, der mit König Tom hier verbunden ist. Und wenn jemand hier in unserer Welt, in der Patsche hockt, kannst du manchmal vom Seelenverwandten in deiner Welt erfahren, wie du helfen kannst. Weil sie verbunden sind, verstehst du? Ist doch eigentlich ganz klar, oder nicht? Also ist irgendjemand in meiner Welt der Seelenverwandte von König Tom? Richtig, muss aber kein Mensch sein und vielleicht hat er auch nicht so eine gehobene Stellung wie unser Katzenkönig. Wie? Nun, Kater im Tante-Emma-Laden und König von Katzbuckel ist nicht gerade vergleichbar, oder? Kater im Tante-Emma-Laden? Ich glaube nicht, dass... Würfelix noch eins, ist ja nicht auszuhalten mit dir. Okay, Seelenverwandte können gleich aussehen und sich auch ähnlich verhalten, das hatten wir ja schon geklärt. Und als du König Tom zum ersten Mal gesehen hast, hast du doch bei dir gedacht... Aber hallo, der sieht ja genauso aus wie Tommy der Kater. Hab ich das? Du meinst, König Tom ist... König Tom und Tommy der Kater sind... Aber Frau Leylas Katze? Jetzt hast du es kapiert, besser später als nie. Ich finde, der klang immer noch voll ungläubig. Aber Tommy ist doch nur eine Katze. So ist es, genau wie unser Kumpel König Tom. Was ist daran denn so schwer zu verstehen? Verdammt mich, du bist ja nicht sonderlich helle für so einen jungen Kerl, was? Das ist voll gemein zu ihm. Der arme Olli, was der in kürzester Zeit alles an Input bekommt. Wenn zwei Leute Seelenverwandte sind, gibt's auf jeden Fall irgendwelche Gemeinsamkeiten. Muss bloß unvoreingenommen sein und die Augen offen halten. Finde die Gemeinsamkeiten und du findest den Seelenverwandten. Hui, ich hätte nie gedacht, Tommy also. Ja, Tommy, mein Junge, wenn wir den fetten Fellknäuel finden, bekommen wir vielleicht heraus, was mit König Tom los ist. Also, zauber uns mal ein Portal herbei, dann wechseln wir in deine Welt rüber, okay? Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na klar, mal sehen, wie es den Leuten daheim im Motorweh so geht. Sehr schön. Dann wissen wir, was wir zu tun haben, verlieren wir keine Zeit. Und machen direkt unser Portälchen auf. Muss gar nicht verstörend auf die ganzen armen Leute hier wirken. Wahrscheinlich hat es keiner mitbekommen. Ist ja auch gar nicht auffällig. So ein fetter leuchtender Zauber mitten auf dem Marktplatz. Dem wahrscheinlich belebtesten Ort in der ganzen Stadt. So, aber der hat uns hier ganz gut rausgebracht, denn... Hier haben wir dann auch direkt schon den Laden. Was geht bei euch? Willkommen im Motorweh, der saubersten, freundlichsten kleinen Stadt in ganz... Oh, Oliver, du bist's. Wie geht es so, mein Junge? Ja, ganz gut. Was sind das denn für seltsame Sachen, die du da anhast, Oliver? Spielst du Superheld? Nein, Mademoiselle. Er ist ein Superheld. Beziehungsweise ein Heranwachsender, der noch in seine Rolle schlüpfen muss. Aber er ist auf dem besten Wege dahin. So, hallo. Oh, Oliver, du bist es. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll, Liebling. Es ist schon in Ordnung, Frau Leyla. Mir geht es gut. Wirklich? Das höre ich gern, Schätzchen. Aber wenn ich etwas für dich tun kann, lässt du es mich wissen, ja? Da wäre wirklich etwas, was Sie für mich tun könnten, Frau Leyla. Sie könnten mir sagen, wo Tommy ist. Ist er hier im Laden? Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Tommy! Tommy! Wo ist denn mein Schmusekater? Er ist sicher irgendwo unterwegs, der kleine Racker. Wahrscheinlich ist er auf einem seiner Streifzüge. Hey, Olli, erinnert dich diese Situation vielleicht an irgendwas? Allerdings, es ist genau wie mit König Tom. Bingo! In einer Welt ist ein Katzenkönig abhanden gekommen und in der anderen ein dicker Kater. Und ich wette, dass der Grund derselbe ist. Such Tommy und du wirst mit Sicherheit den entscheidenden Hinweis finden, um das Rätsel zu lösen. Schlaues Büschchen, und das hier ist deine Stadt, nicht? Die kennst du wie deine Westentasche. Oh ja, ich werde das Rätsel der verschwundenen Katze im Handumdrehen lösen. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht helfen konnte, Schätzchen. Aber sie haben mir doch geholfen, danke, Frau Leyla. Habe ich das? Na, dann ist ja gut. Bis bald, mein Schatz. Tschüss, Frau Leyla. Alles klar, Olli. Fangen wir da an, wo du dich am besten auskennst. Gut, bei deinem Haus, meine ich. Klar, gehen wir. Ja, sollte nicht das Thema sein. Wo könnte mein Tommy nur sein? Er rennt mir in letzter Zeit dauernd davon. Tja, und wir wissen warum und du nicht. Weil wir es dir auch einfach nicht sagen. So, jetzt kann ich euch mal zeigen. Als hier gleich noch ein Auto kommt,
dass man sich hier im Grunde genommen nicht überfahren lassen kann. Aber erstmal gucken wir hier. Die Katze in Leilas Laden scheint immer hinter irgendetwas herzujagen. Entweder hat sie einen Knall oder es gibt dort Mäuse. Aha. Mutti sagt, wenn sie eine Waschmaschine hätte, würde sie gleich nochmal eine Ladung waschen und aufhängen, um das schöne Wetter auszunutzen. Macht auf jeden Fall Sinn. Da ist jemand sehr effizienzgetrieben. Warum nicht? Das sind aber schicke Klamotten, Oliver. Ah, solche hatte ich auch mal. Hattest du ja. Hast du auch mal Superheld gespielt? Nur warst du im Gegensatz zu uns wahrscheinlich keiner. Bin ich heute schon wieder charmant. Nein, lassen wir die Leute doch machen, was sie wollen, ne? So, unsere Bude ist hier direkt um die Ecke. Gucken wir mal, wie es da drin aussieht. Hey, alte Frau, ne? Aber wie bist du denn angezogen, Schätzchen? Ist das heutzutage in bei den jungen Leuten? Tja, kann man... Oh! Guck mal, da ist eine alte Bekannte. Na? Oliver, es tut mir leid, Oliver. Du bist's. Wir haben uns noch nicht im Haus umgesehen, Olli. Ich renn mal rüber und schau nach. Gleich wieder da. Oh, gut, Tröpfchen. Hab ich gerade was weggedrückt? Nee, ne? Es tut mir leid, Oliver. Es tut mir leid, dass du ganz alleine bist. Hm? So allein ist er doch nicht. Er hat immerhin Tröpfchen an seiner Seite. Deine Mami. Woher weißt du das? Als meine Mama gestorben ist, dachte ich, sie wäre für immer weg. Ich dachte, ich wäre ganz alleine. Aber jetzt kann ich ihr helfen. Ich muss nur zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Oh, ich wollte dich was fragen. Der Zauberstab, den ich gefunden habe, hast du ihn für mich dagelassen? Ohne ihn hätte ich nie in die andere Welt reisen können. Vielleicht weißt du gar nicht, wovon ich rede, aber ohne diesen Zauberstab wäre ich immer noch alleine. Echt? Ganz echt? Ganz echt. Hurra! Ich hoffe, du kannst deine Mami retten, Oliver. Danke, aber wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Pia. Ich habe dich schon immer gekannt, Oliver. Schon immer? Du heißt also Pia, hm? Ja, Pia. Oh, hey Pia, hast du den großen Kater gesehen? Er heißt Tommy, er ist gestreift und ziemlich dick. Herrn Mietze? Ich kenne Herrn Mietze. Herrn Mietze? Ich bring dich zu ihm, Oliver, komm mit. Sie meint sicher Tommy, oder? Bestimmt. Hey Olli, das Dickerchen ist leider nicht im Haus. Was stehst du hier eigentlich so einsam und verlassen rum? Ich glaube, ich weiß, wo wir Tommy finden, Tröpfchen. Du, was, wie, wo, hä? Vertrau ihm einfach. Pia, könntest du uns bitte hinführen? Hä, was soll denn das? Geht's dir noch gut, Olli? Okay, dann folgen wir ihr mal. Die ist doch irgendwie so schnuffelig, die kleine Maus. So, gucken wir mal, wo der sich jetzt aufhält und inwiefern das zu der Tröpfchenwelt passt. Weil die Erklärung, die wir jetzt hier mitnehmen, die soll uns ja für die andere Welt auch weiterhelfen. Scheint es dann wohl einen kausalen Zusammenhang zu geben. Und Pia scheint sich da ganz gut auszukennen. Ich wusste bis gerade eben ehrlich gesagt noch gar nicht, dass sie uns ihren Namen noch nicht verraten hat. Ich hoffe, ich habe den in den Parts davor nicht irgendwie schon gespoilert oder so. So. Ah. Okay. Und nun? Ist Tommy hier, Pia? Psst. Hm? Leise, was ist das? Oh. Hi, du bist aber nicht Tommy. Eine Maus. Hä, ist da irgendwas? Tommy? Oh, Tommy, reiß dich zusammen, Mann. Wir sollten ihn wohl besser zu Leila zurückbringen, oder, Olli? Stimmt, vielen Dank dafür, dass du uns den Weg gezeigt hast, Pia. Hä, aber sie war... Wo ist sie hin? Tja... Die erscheint immer genauso schnell, wie sie wieder verschwindet. Was stehst du denn so doof rum, du Faulpelz? Los, Bewegung! Okay. Und Tröpfchen darf wieder tragen. Sieht dir das mal so geil aus. Jetzt hatte ich schon wieder keinmal die Chance oder die Gelegenheit, euch hier zu zeigen, wie die Autos anhalten. Das gibt's doch nicht. Immer wenn ich dran denke... Kommt gerade keins vorbei. Warte mal, das ziehe ich jetzt durch. Ich habe gerade ein bisschen vorgespult. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Meine Güte, wahrscheinlich bin ich immer zu den falschen Uhrzeiten oder so. Ich habe keinen Plan. Na gut, komm. Geben wir Tommy ab. Tony wollte ich gerade sagen.
mal, wie das aussieht. Ich kann leider nicht weiter ranzoomen, sonst würde ich euch das noch näher zeigen. Einfach nur witzig, wie irgendwie Dings immer unser Packesel ist, Tröpfchen. Frau Leila, Tommy ist... Ach du meine Güte, mein Tommy, was ist nun mit dir passiert? Oh, danke, mein Schatz. Du hast ihn den ganzen Weg zu mir getragen. War er nicht schwer? Nein, nicht wirklich. Ist er in Ordnung? Oh, um Tommy brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Oliver. Es ist nichts Schlimmes. Er ist nur ein bisschen müde, nicht wahr, Tommylein? Bist halt auch nicht mehr der Jüngste, mein Schmusekätzchen. Das ist alles und ich war wegen ihm ganz krank vor Sorge. Aber was hat Tommy denn so weit weg bei der Werkstatt gemacht? Nun, Schätzchen, eine Kundin hat mir die Erklärung geliefert. Sie hat gesagt, dass es in Rustys Werkstatt nur so von Mäusen wimmelt. Und mein guter alter Tommy jagt diese kleinen Teufelchen nun mal liebend gern. Tommy jagt gern Mäuse, aber er ist doch so... Vielen Dank, Oliver, Schätzchen. Da ich jetzt weiß, wo er war, muss ich mir keine Sorgen mehr um ihn machen. Er hat ja nur ein bisschen trainiert, nicht wahr, Tommy? Du könntest mir sicher das ein oder andere beibringen, stimmt's? Das könnte er allerdings... okay, Frau Leila, ich muss jetzt los. Es war schön, Sie zu sehen. Hat mich auch gefreut. Sag mir einfach Bescheid, wenn du etwas brauchen solltest, ja? Schick, du bist jetzt bestimmt auch dahinter gestiegen, oder, Olli? Ich glaub nicht, Tröpfchen. Komm schon, Junge, Tommy ist verschwunden, weil einer Maus hinterhergerannt ist, nicht? Die Maus ist also der Schlüssel, ganz klar. Echt? König Toms Verschwinden hat auch etwas mit Mäusen zu tun? Bingo, was genau es aber mit Mäusen zu tun hat, ist wieder eine andere Frage. Aber ich bin mir sicher, dass drüben in meiner Welt jemand was von Mäusen gesagt hat. Dann sollten wir zurück nach Katzbuckel und Nachforschungen anstellen, da werden wir bestimmt was finden. Ist bestimmt gar nicht komisch für eine Frau Leila, wenn sie das Gespräch jetzt hier so mithört. Claro, auf nach Katzbuckel. Zumal sie ja, glaube ich, nur Olli versteht, ne? Muss denken, dass er irgendwie einer da klatscht, wenn er die ganze Zeit mit sich selbst quatscht. So, vielen Dank, mein liebster Oliver. Mein Tommy war sicher ziemlich schwer. Ich hoffe, du hast dir keinen Bruch gehoben. Das müsste sie dann wohl Tröpfchen fragen. Miau. So, guck mal hier. Das Symbol über dem Kopf ist in der Regel, also immer wenn es irgendwie Symbole gibt, die man nicht zuordnen kann, ist meist irgendein Zauber der Schlüssel. Und wir werden hier, meine ich, auch einen Zauber bekommen, der es uns ermöglichen wird, mit Tieren zu sprechen. Das heißt, das kann man sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder durch die Hauptstory zu Tommy geschickt werden. Ich glaube zwar nicht, aber ich weiß es nicht mehr so zu 100%. Aber gucken wir erstmal, ob wir jetzt die Verknüpfung zu diesem Mäusethema herstellen können. Ja, jetzt wirft uns das Spiel direkt wieder am Anfang der Stadt raus, ist klar. Laufen wir halt nochmal die ganze Route durch. Hey, jeder Gang macht schlank. Ich bin voll falsch. Ich bin voll falsch. Moment. Wie ich jetzt einfach so instinktiv davon ausgegangen bin, dass wir zum Palast müssen. Ups. Sorry. Hier gibt es das Rätsel zur Lösung und irgendwie sind ja außerordentlich viele Leute versammelt. Weißt du, was los ist? Du musst es mir sagen, wenn du etwas weißt. Bitte. Nee, ich versuch's gerade selber noch zu ergründen. Was in aller Welt geht denn nur vor sich? Jemand hat gesagt, er habe die Stimme des Königs aus der Katzalisation gehört, aber was sollte er denn dort unten tun? Ah, okay. Ich glaube, da haben wir wohl unsere Verknüpfung schwarz auf weiß. Ich wäre gern so tapfer wie Ricky Löwenherz. Naja, du hast dafür wahrscheinlich andere Talente. Halte dich bloß von der Katzalisation fern, was auch immer du tust. Ich habe gehört, dass es dort nur so von Monstern wimmelt. Klingt nach einem Job für uns. Warum sollte König Tom in die Katzalisation hinuntersteigen? Ich verstehe das einfach nicht. Hey, wo willst du denn hin? Geh bloß nicht näher an die Katzalisation ran, das ist gefährlich. Gefahr ist mein zweiter Name, Kumpel. Ich hoffe, du hast nicht vor, in die Katzalisation hinabzusteigen. Warum? Irgendwer muss sich das doch vor Ort angucken. Und wenn ihr euch alle nicht traut, machen wir das halt. Oder, Ricky? Hey, Oliver, ich glaube, ich habe gerade König Toms Stimme gehört. Sie kam aus der Katzalisation. Was? Aus der Katzalisation? Ja, die Stimme kam aus der Richtung dieses Tors da. Es war auf jeden Fall König Tom, da bin ich mir sicher. Katzalisation, was? Du hast doch gesagt, dass das Mäusevolk da unten lebt, oder? Ja, da unten wimmelt es nur so von Mäusen. Deshalb stehe ich ja hier Wache. Mäuse und Katzen verstehen sich nun mal nicht sehr gut. Oh, verflucht, ich weiß, was passiert ist. König Tom wurde vom Mäusevolk entführt. Entführt?
Genau, hast doch gesehen, wie Tommy in deiner Welt hinter den Mäusen hergejagt ist. Tja, und hier in unserer Welt haben sie den Spieß umgedreht. Das ist die einzig mögliche Erklärung, Mann. Verflixt, wir können von Glück sagen, dass ich hier bin, um eins und eins zusammenzuzählen, was? Wenn König Tom entführt worden ist, dann müssen wir ihn retten. Gehst du in die Kanzellisation runter, Oliver, dann komme ich mit dir. Red kein Quatsch, Junge. Das ist ein Job für Profis, verstehst du? Nicht für einen kleinen Hilfs-Sheriff mit einem Kochtopf auf dem Kopf. Ich schaff das schon. Ich hab ja meinen Freund dabei. Sieh mal einer an, verdammter Vertrauter. Hätte ich nicht gedacht. Er ist mir nach Hause gefolgt, als ich im Wald gespielt habe, und er ist ganz schön stark. Wenn er mitkommt, bin ich sicher. Du kapierst es einfach nicht, oder? Mit Vertrauten zu kämpfen ist nicht einfach. Du kannst dich nicht einfach in den Kampf stürzen und sie rumkommandieren. Du musst ein Zauberer sein, so wie Olliboy hier. Na gut, Oliver, du kannst meinen Vertrauten haben. Oh, danke, Ricky, vielen Dank. Yeses, der zweite Vertraute. So, warte mal, erstmal Namen gucken. Anderer Vorschlag. Laffy, Laffa, Lemurxa, Lafke, Laffy. Weiß ich nicht, irgendwie sind die Namen alle nicht so cool, oder? Ich glaube, ich behalte jetzt Laffy einfach. Jawohl, bitte einmal Laffy zu uns ins Team. Wir sollten wohl aufbrechen, oder? Das sollten wir in der Tat, Olliboy. Überlass das nur uns, Ricky, Junge. Okay, sei vorsichtig, Oliver. Wir geben uns Mühe. Hey, Olli, sieht aus, als könnte dein neuer Vertrauter Kraft sammeln. Ja, wow, und was bedeutet das Tröpfchen? Nun, er baut im Kampf langsam Stärke auf, ne? Damit er den Bösewichtern so richtig eins auf die Mütze geben kann. Dem Bösewichtern? Ist er nicht ein R zu viel? Ist wahrscheinlich Absicht, oder? Wenn ein Vertrauter fertig ist mit Kraft sammeln, kannst du ihn mit Los geht's einen speziellen Angriff ausführen lassen. Und wenn es losgeht, heißt, dauert sein Angriff länger und richtet viel mehr Schaden an. Wow, das klingt echt super. Das ist noch nicht alles, Olli. Mit dieser neuen Technik ist es auch leichter, feindliche Aktionen zu unterbrechen. Feindliche was? Ja, Mann, hätte ich dir wohl schon früher davon erzählen sollen. Manche Kreaturen haben echt fiese Tricks auf Lager, weißt du? Aber wenn du sie gerade in dem Moment angreifst, wo sie so eine Aktion vorbereiten, vermasseln sie es. Du unterbrichst sie also, kapierst du? Feindliche Aktion so zu unterbrechen, ist viel einfacher, wenn du einen Los-Geht's-Angriff durchführst. Ist also eine gute Möglichkeit, Schaden von dir fernzuhalten. Der Nachteil mit Vertrauten, die Kraft sammeln können, ist, dass sie keinen Plan von Verteidigung haben. Das liegt den kleinen Schlingeln einfach nicht. Jetzt, wo du zwei kleine Freunde hast, wirst du sicher bald merken, dass alle Vertrauten unterschiedlich sind. Das werde ich wohl. Der wird wahrscheinlich auch ein anderes Sonne-Mond-Stern-Symbol haben, schätze ich mal. Ja, guck mal hier. Der hat das Sonnensymbol und Ihmchen hat das Sternsymbol. Und er ist auch noch auf Stufe 1. So, haben wir denn irgendwas? Ah, guck mal, er kann das Ding hier tragen. Ja, dann soll er das bekommen. Warum nicht? Ich sehe keinen Grund, ihm das jetzt hier vorzuenthalten. Neuer Vertrauter. Warte mal, wir können ja auch mal gucken, was er an Tricks kann. Scharfe Schneide hat er. Eine geheime Beschwörungsformel verstärkt die Angriffskraft eines einzelnen Verbündeten. Das, was Tröpfchen aber gerade meinte, das war Kraftsammeln, ne? Das war da ein anderer Angriff. Okay, ja, cool. Das heißt, das nächste Gebiet, was wir erkunden werden, das wird dann mit zwei Vertrauten schon ablaufen. Da kommt wieder ein bisschen eine andere Dynamik rein, sage ich mal. Ich guck mal eben kurz, ob wir den Laffy noch weiter verstärken können. Ein bisschen Geld haben wir noch über. Eine neue Waffe könnte er bekommen. Weil mir die Verteidigung fast wichtiger ist. Da kann er aber nichts tragen von dem, was hier angeboten wird. Hier, das. Aber gut, das erhöht auch nur seinen Angriff. Da kaufe ich ihm, glaube ich, lieber eine neue Waffe. Jawohl. Jetzt hat er ein Schneckenhorn, kann er auch direkt ausgerüstet kriegen. Sehr gut. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Geld, aber es ist okay. Und ich werde trotzdem nochmal, auch wenn wir fast pleite sind, in der Boutique mal vorbeigucken, ob wir... Ja, ich weiß nicht, ob man Gegengifte und so ein Zeug schon benötigt jetzt für das, was in der nächsten Folge auf uns zukommt. Aber wir können mal eben... Mal eben schauen. Also der nächste Part, so viel kann ich euch schon verraten, der wird sehr kampflastig sein.
Während wir hier jetzt viel Dialogkrams und sowas alles hatten. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim nächsten Mal alles schon abgewickelt kriegen, aber mal gucken. So, Augenöffner, halt Blindheit. Ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen wohler, wenn ich... Oh, wir haben echt nicht viel Geld, ne? Warte mal, ich werde mir trotzdem mal einen kleinen Vorrat anlegen. 2 Gegengifte und damit war es das auch schon fast mit der Knete. Aber das werden wir hoffentlich dann wieder reinkriegen. Ich könnte auch ein paar Sachen verkaufen, ne? Das kommt dann aber alles noch. So, dann gucke ich jetzt noch kurz, ob es neue Aufträge gibt. Ich gehe mal davon aus, dass dem nicht so ist, aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir einen kurzen Blick riskieren und dann heißt das beim nächsten Mal volle Möhre, volles Karacho, Katalysation in der Hoffnung, dass wir den König Tom da unbescholten auch wieder rauskriegen. Eine neue Monsterjagd hast du nicht zufällig jetzt für uns, ne? Ne. Also das wird mit einem Luffy auf Stufe 1, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber wir haben ja schon, ne, gehört, dass Verteidigung nicht so seins ist. Ich glaube, das bezieht sich auch jetzt... Warte mal, nicht nur auf diesen Skill. Jetzt habe ich in der Boutique ganz vergessen, wegen der blauen Kiste mal zu gucken. Gab es hier oben nicht... Ah, ne, hier war nur die lila, ne? Okay, warte mal. Ich suche mal eben kurz den Laden, wo wir die blaue Kiste drin hatten. Ja, das war Tatsache die Boutique. Da, wo wir gerade eben schon mal drin gewesen sind. Ich hoffe, dass das jetzt hier ausreicht. Aber eigentlich... Ja... Guck mal. Und da bekommen wir glatt ein Sandwich und da bekomme ich glatt Hunger. Danke, Spiel. Ist wieder wunderbar getimed. Was macht das? Stellt 100 LP wieder her. Vorzügliches Sandwich, das mit dicken, saftigen Scheiben des besten Rindfleisches belegt ist. Okay. Okay. Gut. Offscreen werde ich vielleicht, damit wir beim nächsten Mal ein bisschen Zeit sparen, hier nochmal gucken, ob ich sonst in Katzbuckel noch irgendwelche blauen Kisten habe. Ansonsten werden wir beim nächsten Mal uns wieder ins Abenteuer stürzen. Ich bedanke mich für heute aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!